Ich mache das nicht rein mechanisch aus einem technischen Grund. Das ist zwar einer, aber es ist schon so, man lässt los und geht aufs Malen ein. Man ist auf den Kopf leer, lässt los und wieder loslassen, so. Das Malen habe ich etwa vor 25 Jahren entwickelt und seitdem gebe ich diese Kurse in Deutschland und in der Schweiz weiter. Aus dem Universum. Es sieht aus wie im Licht, im Raum, sieht toll aus. Früher habe ich gedacht, ich könnte gar nicht malen. Ich hatte ein ganz wunderbares Erlebnis gehabt. Ich bin mitten in der Nacht wach geworden, stand ein geistiges Wesen neben mir und hat gesagt, male die Meister. Und immer wenn ich die Kreide in die Hand genommen habe, dann habe ich sofort Glücksströme gehabt, erlebt. Sofort ist das Glücksgefühl durch meinen Körper geflossen. Und daraus entstand das Malen. Und es ist auch nicht so, dass ein Bild immer schön anfängt. Ein Bild kann absolut aus dem Chaos herauskommen, bis es uns selbst gefällt, bis wir sagen, das gefällt mir so gut, dass ich das jetzt aufhängen will. Und man muss nicht viele Techniken beherrschen, um malen zu können. An meine Malkurse kann jeder kommen, der den Wunsch hat, seine Kreativität zu entdecken. Und es gibt irgendwann einen Ruf im Leben eines Tages, wo man sagt, jetzt habe ich entweder viel gearbeitet, ich habe die Arbeit für andere gemacht, ich habe für andere gelebt, wo man das Bedürfnis hat, sich selbst kennenzulernen. Man ist auf einer Abenteuerreise und das Bild und das Herz, also die Seele, kommunizieren und das Bild wird zu einer Projektionsfläche des Inneren und das lernen wir zu sehen. Hingegen würden wir jetzt ein konkretes Objekt wie eine Blume malen wollen, ist das eine ganz andere Ausgangslage. Das Spezielle beim Boris seinen Malkursen ist, dass er einem sehr viel Freiheiten lässt, alles offen lässt, das Intuitive fördert und ja, einfach, dass man lernt, vom Herzen aus zu malen. Also für mich ist vor allen Dingen auch ganz schön im Vorhinein die Meditation, die man hat, die Einstimmung auf die geistige Welt und dass man auch spüren kann, dass man auch eine Unterstützung hat. Und auch vom Boris her, die Anleitung und die Hilfestellung, die er uns gibt, finde ich also auch sehr gut. Und die kreative Ausdrucksweise über das Malen finde ich sehr, sehr lebendig, sehr spielerisch. Und es macht einfach sehr viel Spaß, weil man sich dabei selber kennenlernt. Früher hätte ich nie gedacht, dass ich jemals eine Blume malen kann oder spontan ohne Anleitung malen kann. Und heute kann ich mir das gar nicht mehr andersrum vorstellen. Und so kenne ich das auch von den Teilnehmern, die ihre Zeit gebraucht haben, ihr Potenzial zu entdecken und die jetzt Kraft aus dieser Quelle schöpfen. Die haben einfach Freude. Du schaust das Bild an und du spürst, das macht was mit dir. Das berührt dich. Und da merkst du, jetzt berührst du etwas in dir, das du nicht geplant hast. Das Schöne ist, dass ich hier aus der Kraft meines Herzens malen kann und nichts denken muss.